großer Hohlraum unterm See oder unterm Fluss, was da oben drüber geht. Ja. Ich möchte wissen, was da unten ist. Mich echt interessieren. So. Irgendwie waren wir da schon. Ach, das ist das von der anderen Höhle, wo wir da mal waren. Jetzt sind wir ja doch hier gelandet. Ja, okay. Auch nicht schlecht. Wollte ich eigentlich nicht hier rein, aber egal. Ja, ich würde auch gern Gamescom gehen oder E3. Ja, ich würde das alles in Kauf nehmen, dass ich da wirklich vielleicht stundenlang anstellen muss oder so. Ich möchte einfach mal dieses Feeling dort erleben, wie das so ist. Also auch mit anderen Spieleliebhabern. Wäre echt mal interessant zu wissen. Vielleicht würde ich dann da sogar ein bisschen Englisch lernen. Ach, ich habe das da mal von unten zugebaut. Alles klar. Ich habe schon irgendwie gedacht, da war Lava oder so. Okay, da oben ist jetzt noch Eisen drin in der Wand. Dann hole ich das auch noch raus. Hier war ich dann ja auch schon. Da hinten kann ich noch rein. Okay, ich hole aber zuerst das Eisen. Sieht noch ein bisschen dunkel aus. Ich habe auch ein bisschen die Helligkeit runtergedreht, damit die Höhlen stimmiger ausschauen. Müsst mir halt dann sagen, wenn es zu dunkel wird beim Rendern, dann mache ich es natürlich wieder ein bisschen heller. Ich will ja, dass ihr etwas sehen auch könnt. Ja, ich finde das immer so blöd, wenn da bei Videos keine Ahnung, dass dann so richtig schwarz ist und ganz selten dann auch mal eine Fackel gestellt wird. Ja, da kann man sich dann immer denken, was macht er gerade? Ja, ist nicht so meins. So, da haben wir noch ein bisschen Kohle. Aber eigentlich will ich Redstone haben, ich müsste eigentlich weiter runter gehen. Aufpassen, dass kein Creeper kommt. So. Das. Kommt noch eine Fackel rein. Ich kenne die Mistviecher ja. Kaum ist es ein bisschen dunkel, stehen die schon auf der Matte. So. Na? Die zwei hässlichen. Und lecker den Kürbiskuchen. Du sollst nicht stöhnen und du sollst nicht auf mich schießen. Du sollst nicht so blöd schauen. Ja. Niemand mehr hier. Dann noch schnell hier weiter. Was in dieser kleinen Sackgasse, wenn drei Monster? Oh Mann. Ich will gar nicht wissen, was ihr hier gemacht habt. Ihr Schweine. So, das. Hopp. Mausspinn rum. Zack, zack, zack. Was gibt's noch zu erzählen?
Ja, WoW kommt bald Patch 5.2. Falls das wer von euch spielt, die dazu sehen. Ja, bin schon gespannt auf den neuen Raid dann. Ja, mit der Gilde waren wir eh schon am Test-Server so ein bisschen drin. Ja, war nicht schlecht. Jetzt ist natürlich, kommt drauf an, wie es dann auf dem Live-Server getunt werden, die Bosse. Fand es sehr interessant. Natürlich sind dann wieder so die ganzen Gearjack-Bosse dabei. Aber das hat man ja immer. Bin schon gespannt. Das mit dem neuen Daily Quest System. Bin ich auch gespannt, ob sich das durchsetzen wird oder nicht. Ich meine, jetzt musst du ja am Anfang wählen vom Tag. Mag man PvE oder PvP-lastige Quests machen. Und ja, dementsprechend ist dann auch die Belohnung. Ja, sicher eine nette Idee, also für die ganzen PvP-Spieler, dass sie sich vielleicht so auch zusätzlich Ehre-Punkte und sowas dazu verdienen können. Naja, für mich eher nicht, also ich bin nicht wirklich der PvP-Spieler dort. Ja, ich kann auch bei Minecraft da nicht wirklich viel mit diesen ganzen PvP-Karten anfangen, also ist alles nicht so meins, also ich baue da lieber. Gefällt. Ja, ich glaube, das ist auf der Oberseite. Oh. Hier ist ja auch noch was, was wir noch nicht erkundet haben. So, schauen wir da runter. Zack. Und zack. Ich habe sogar das Gefühl, da lauert irgendwo wieder das Böse. Na? Plopp dich dran. Okay, da vorne ist auch hell, also müssen wir dort auch schon gewesen sein. Dann noch. Ah, stimmt, da vorne waren wir auch schon. Da unten wird es dann auch weitergehen. Ich will es aber hier erstmal ein bisschen sicherer machen. Well, kann ich nicht wissen. Okay, da kommt man jetzt schon mal in eine interessante Höhe darunter. Ach ja, auf sowas wie dich habe ich ja schon gewartet. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Was ist denn mit dir? Geh doch sterben. So. So, da noch ein bisschen runtergehen. Und hier noch einmal. Lava, gut, dass wir unser Eimerchen mit haben. Ja, jetzt hätten wir genug Lava. Vor ein paar Folgen lang haben wir es noch gesucht und keine gefunden. Aber das ist ja immer so. Wenn man es nicht mehr braucht, findet man nur mehr. So, da hinten sehe ich auch was. Ach du Scheiße, was ist denn mit dir?
Da wartet schon der verdammte Creeper. Ja, kommt nicht gegen den Strom an. Na komm her da, ich hau dir ein paar Mal aufs Maul. Ah, explodiert auch. Nein, nicht von Redstone, du blöder Idiot. Bekomme ich ja nur 30% dann raus, wenn du da explodierst. Schnell hin da, schnell hin. So, das schütten wir auch zu. Ich habe da so ein Händchen dafür, dass ich da reinfalle. Jetzt hat mich das Wasser fast reingetrieben. Auch noch alles weg. Kennt sich Sturm in der Nähe? Hört sich aber irgendwie da noch Monstern an. Ach, da ist er ja schon. Senior Arschgesicht. Ja, explodier halt, du blöder Idiot. Oder stirb qualvoll. So, da lasse ich vorerst mal die Lava. Ich hasse euch Skeletten mit der 1,5. Boah, verdammt. Ich bin jetzt einfach eine Spitzhacke. Ich kann jetzt nicht Schwert wechseln. Puh. Jetzt stehst du da unten, du. Idiot. Ach, das ist ja der nächste. Und dich da oben, komm her. Oh. Die Monster sind jetzt gar nicht so blöd. Die hat da einfach außen rumgelaufen. Das ist mein Redstone. Besorgt euch euren eigenen. Ist wer da? Nein. So. Ja, wäre gut, wenn wir so 2-3 Stacks hätten. Wir müssen ja doch eine größere Stelle überbrücken und das Kabel länger ziehen. So, machen wir hier mal das Licht aus. Vielleicht habe ich ja Glück und sie sind sogar noch Diamanten auch. Das wäre mal super. Kohle. Da drüben ist noch Redstone. Hier noch unendlich weiter. Und ich finde hier sowieso nicht mehr raus. Davon ist auch noch irgendwie so ein kleiner Höhlendurchgang.
Schauen wir mal davor. Ach du Scheiße. Ja, das ist nächstes Skelett. Ach, der ist so klug und läuft da wirklich drumherum. Die haben die verdammten Viecher echt klüger gemacht. So. Ja, früher wären die da einfach... Ach, Gott, du. Verdammter Arsch, geh her da. Stirb. Ja, jetzt. Aber. Dieser hier, der legendäre Skelettspawner. Oder ist hier gar nichts? Bis auf Gold. Aber Gold ist ja auch nicht schlecht. Komm her zu mir. Da ist gleich noch viel mehr. Ja, wunderbar. Können wir alles brauchen. Habe ich hier noch Platz? Ja.